so die zweite Runde. Der erste linke Jab jetzt am Kopf von Klitschko. Das verärgert diesen aber noch ein bisschen mehr. Und sofort setzt er wieder zu einer Schlagdublette an. Wobei mir scheint, dass Vitali nicht wirklich zuschlägt. Es ist so ein bisschen verhaltenes Versuchen zu zeigen, ich bin der Chef. Aber sehr merkwürdig. Gut, es ist halt immer gefährlich. Es kann ein Konter kommen, der dich dann trifft und dann war es ein Fehler. Und Schwergewichtsboxen entscheidet ein Schlag. Wir haben ja schon oft erlebt, dass ein sogenannter Lucky Punch einen Kampf völlig gedreht hat, einen völlig überraschenden Sieger gebracht hat. Völlig unbeweglich in den Beinen, Kevin Johnson. Muss da einiges einstecken, allerdings nicht mit der vollen Wucht von Klitschko, der immer wieder zurückweicht. Ja, Vitali hat ein sehr schönes Defensivverhalten. Er ist immer gleich wieder zurück und versucht halt wirklich nicht getroffen zu werden. Das ist schon richtig so. Am Anfang des Kampfes, es geht ja noch lange. Da solltest du schwere Schläge vermeiden, die machen dich sehr schnell müde. Die Deckung von Johnson immer ziemlich weit unten. Er boxt halt auf einen typisch alten amerikanischen Stil, so mit der hängenden Hand und mit der Vorhand vor dem Bauch gedeckt eigentlich. Das machen wir hier in Europa normalerweise nicht. Klitschko ist hier eine Ausnahme, der richtige Stil. Klitschko kann ganz anders boxen, aber ich glaube, der Amerikaner, das ist halt einfach sein Stil. Der wird nichts anderes umstellen können nachher, wenn es drauf ankommt. Auf der anderen Seite, wenn er dann punktemäßig zurückliegt, muss er ja irgendetwas tun. Jedenfalls landet hier Klitschko bedeutend mehr Treffer und dann noch einen. Da hat er geschlafen, der Johnson, für einen kurzen Augenblick. Der Ringrichter hat bis jetzt gar nichts zu tun. Kein Infights, kein Klammern, nichts. Klitschko ist auch ein technisch ausgezeichneter Boxer. Und er punktet natürlich auch in dieser zweiten Runde für sich.